So, hallo zusammen. Ihr habt euch sicherlich alle schon gefragt, wo die Jungs geblieben sind, was mit dem Projekt passiert ist. Wir haben uns ein bisschen zurückgezogen und in Ruhe alle Probleme vom Prüfstand analysiert, den Rahmen noch ein bisschen weiter kaputt gemacht, noch eine Härteprüfung im Labor beauftragt und eine erweiterte FEM-Analyse gemacht und alle Probleme eigentlich mittlerweile wirklich sorgfältig analysiert und die Konsequenzen rausgezogen. Die Produktion ist im vollen Gange. Und ich würde euch jetzt gerne nochmal zeigen, was wir im Detail alles verbessert haben. So, im Steuerkopfbereich hatten wir, wie schon angesprochen, den dicken, fetten Riss. Hier haben wir ziemlich viel aufgeräumt. Wir haben die Langlöcher weggemacht. Wir haben die Kabelführung nach vorne ins Steuerrohr umverlegt. Und wir haben ein Gasset implementiert. Da haben wir im FEM halt wirklich sehr viele Analysen gemacht, verschiedene Loops gemacht, verschiedene Bauteile gerechnet. Und dieses kleine 11 Gramm Frästeil verspricht uns eine Lebensverlängerung um 900%. Das heißt, selbst wenn wir nur 15.000 Lastwechsel jetzt geschafft haben mit dem Problemrahmen, mal 900% wäre man halt locker über die 100.000. Klar, das ist, sag ich mal, die Kristallkugel. Aber es gibt uns eine gute Tendenz und wir können dadurch relativ selbstbewusst in die nächste Charge starten. Die andere Baustelle war hier hinterm Rocker versteckt, eben ausblenden. Da haben wir hier eine kleine Zunge dran gemacht. Das heißt, das läuft hier viel weicher und die Zunge fungiert in einer Art wie ein Gasset. Wir haben hier eine etwas dickere Materialstärke und haben halt eben die Schweißnaht nicht mehr hier unten in der Kehle laufen, sondern smoothen das richtig schön aus. Es wird also viel weicher. Jetzt gibt es natürlich eine neue Kettenführung, weil die Rolle anders sitzt. Und ja, genau, hier haben wir noch ein bisschen anders ausgeformt, auch noch mal ein bisschen flüssiger, noch so einen leichten Schwung nach vorne reingemacht in das Frästeil. Hier ein bisschen verschlankt in dem Bereich. Und das wäre es eigentlich schon. Das sind so die markanten Änderungen. Danke für die Geduld mit uns. Wir bleiben dran. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, die ich noch nicht geklärt habe jetzt in dem Video, einfach ab in die Kommentare und freue mich, mit euch zu diskutieren und euch Antworten zu geben. Vielen Dank, bis auf Wiedersehen.